rührende Geste vom nordmazedonischen Präsidenten Stevo Penderovski. Weil ein Kind mit Down-Syndrom an der Schule gemobbt wird, bringt er das Mädchen persönlich zur Schule, setzt so ein Zeichen gegen Mobbing und für Inklusion. Das 11-jährige Mädchen Embla hat das Down-Syndrom und wird in der Schule deshalb schikaniert und gehänselt. Und das nicht nur von den Mitschülern. Einige Eltern verlangen sogar, sie von der Schule zu verweisen. Als Präsident Stevo Penderovski davon erfährt, will er ein Zeichen setzen, um die Kleine und ihre Familie zu unterstützen. Er besucht das Mädchen in der Heimatstadt Gostiva im Nordwesten des Landes und begleitet sie höchstpersönlich zur Schule. In der Schule angekommen, bekräftigt er, dass alle Menschen auch in Nordmazedonien gleich seien. Wir müssen unser Bewusstsein dafür schärfen, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein Teil von uns sind und wir sie nicht ausgrenzen dürfen. Mittlerweile kann Embla wieder in ihre Klasse zurückkehren und wird dort mit den anderen Schülern unterrichtet. Um das weiterhin zu gewährleisten, hat sie nun einen persönlichen Assistenten zugewiesen bekommen. Stevo Penderovski, der Präsident Nordmazedoniens, der das getan hat, der so ein Vorbild sein möchte für die Menschen, die Embla ausgegrenzt haben. Er ist jetzt exklusiv bei uns, spricht mit uns über diese tolle Aktion. Schön, dass Sie hier sind. Guten Tag. Sie sind selbst Vater. Ich möchte Sie nicht nur als Politiker fragen, ich möchte Sie als Vater fragen, als Mensch fragen. Was ging Ihnen durchs Herz, als Sie von Embla gehört haben? Ganz ehrlich, ich war wirklich entsetzt, als ich über diese Geschichte gehört habe. Ich habe diese Geschichte in den lokalen Medien gesehen und war, wie gesagt, entsetzt. Und ich spreche jetzt auch als Mensch und als Vater und auch als ganz gewöhnlicher Mensch. Wissen Sie, es ist natürlich nicht meine verfassungsmäßige Verpflichtung, so etwas zu tun, aber meine moralische Verpflichtung als Mensch war es schon. Das war tatsächlich die treibende Kraft hinter meinem Verhalten. Was glauben Sie, was konnten Sie damit auch bewirken? Sie haben natürlich gezeigt, dass Sie Vorbild sein können, aber was haben Sie auch bewirkt, vor allem bei den Eltern, die eine Petition unterschrieben haben, dass dieses Mädchen nicht in die Schule gehen darf? Haben Sie gemerkt, dass da ein Umdenken stattfindet? Kamen Sie mit denen ins Gespräch? Ich habe mit vielen gesprochen und habe auch viele Reaktionen aus aller Welt erfahren. Und das war letztlich die stärkste Botschaft. Und das ist auch die Botschaft, die wir in die Welt hinausschicken können, nicht nur an die Menschen in Nordmazedonien. Wissen Sie, diese Art von Problemen sind vielleicht auf individueller Basis lösbar, aber ganz generell betrachtet sehen wir solche Probleme ja überall, nicht nur in meinem Land, auch in Ihrem Land, überall in der Welt. Und hier können die Probleme nicht nur durch Einzelaktionen gelöst werden. Es muss tatsächlich gelöst werden, indem wir alle gemeinsam aktiv werden mit den staatlichen Behörden und mit den entsprechend eingestellten Menschen. Denn es gibt wirklich schwerwiegende Probleme in diesem Bereich. Es gibt so viele Stigmata, die diese Menschen immer noch begleiten. Sie haben sich ja auch lange mit Embla unterhalten. Was hat sie Ihnen berichtet, was sie erleben musste, was in ihrem Herz vorgeht, wie sie das alles erlebt hat und wie sie darüber denkt? Wissen Sie, das ist eine ziemlich schwierige Situation natürlich für Sie. Diese junge Dame, junge Mädchen, sie hat ein paar Schwierigkeiten zu sprechen und es ist auch schwer für sie schon zu verstehen, was man ihr sagt. Das heißt, diese Art von Emotionen, die kann sie ihnen durch Gesten beispielsweise verständlich machen. Und das Wichtigste für mich und alle in ihrer Umgebung war tatsächlich, dass sie gelächelt hat wieder. Sie hat wieder gelächelt, Embla, das haben Sie geschafft. Ich kann mir vorstellen, in dem Moment, in dem der Präsident eben mitkommt, dann ist alles gut erstmal an der Schule. Aber dann ist der Präsident irgendwann wieder gegangen. Kommt das Mobbing dann wieder? Und falls es wiederkommt, dürfen die Eltern wieder bei Ihnen anrufen? Nun, bis jetzt sind keine solchen Nachrichten mehr zu mir gelangt oder zu den Menschen, die in meinem Büro arbeiten. Aber ich glaube, das Problem ist jetzt erst einmal gelöst. Wenn nicht, dann werde ich natürlich wieder in die Stadt Gostiva fahren und werde dort wieder mit all den Menschen in ihrem Umfeld sprechen. Von der Schule bis hin zu ihrer Nachbarschaft. So etwas soll nicht noch einmal geschehen. Nicht nur ihr, sondern allen Menschen hier in unserem Land.
sagt Stevo Penderovski, der Präsident von Nordmazedonien, der die kleine Embla in die Schule begleitet hat, nachdem sie gemobbt wurde, ausgegrenzt wurde und dort fast nicht mehr hingehen konnte. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit uns darüber gesprochen haben. Thank you. Vielen Dank auch an Sie. Ja, tolles.